Aufgrund von technischen Problemen wird sich der Bau einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie zum Pipa-Gelände hin bis zum Ende März verzögern. Das sagte Siegfried Merten, Sonderbeauftragter der Firma Profood, am Freitag bei einem Ortstermin. Direkt neben der 115 Meter langen und 4 Meter hohen Mauer baut die Deutsche Reihenhaus AG 5 Reihenhäuser mit 25 Hauseinheiten. Ein entsprechender Bauantrag liege der Stadt zur Genehmigung vor. Baubeginn soll im Sommer dieses Jahres sein. Zudem seien auf einer Parzelle alle Grundstücke im Süden des Pipa-Geländes verkauft. Die letzte noch freie Fläche sei für einen Interessenten reserviert. Bis Ende Juni werde das große Regenrückhaltebecken fertiggestellt sein.